Herr Moser, in Wien gab es einen schrecklichen Terroranschlag. Ein Islamist hat mehrere Menschen erschossen. War das abzusehen, dass so etwas einmal auch bei uns passiert? Ja, sicher, wir lebten bis dato auf einer Insel der Seligkeit. Ein ehemaliger Innenminister hat ja damals schon mehr oder weniger durchgegriffen und das schon bereits gewarnt. Und wenn der ehemalige Herr Vizekanzler die Republik nicht mit seiner Ibiza-Affäre um 30 Jahre zurückgedreht hätte, dann wäre vielleicht das Ganze zu verhindern gewesen. Wenn man daran denkt, dass zum Beispiel der Täter, was erwiesen ist, in Tschechien oder in der Slowakei Munition anforderte und ein Sozialempfänger war 900 Euro dafür kriegt und noch eine Sozialwohnung und dann geht er Munition kaufen mit dem Geld, das dem Bundesheer für die Munition abgeht. Beim Bundesheer sperrt man Kasernen zu, Sport mit der Ausrüstung und Terroristen können auf Staatskosten in der Slowakei Munition kaufen. Das ist traurig. Die Slowenen hätten ja die Österreicher auch davor gewarnt, dass ein Islamist Munition besorgen wollte. Innenminister Nehammer hat ja aber nicht gehandelt und versucht es jetzt den schwarzen Peter auf den ehemaligen Innenminister Kickl zu schieben, obwohl die Warnung in der Amtszeit von Nehammer war. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn Schneewittchen gewarnt wird, nicht in den giftigen Apfel zu beißen und der Märchenprinz beißt dann selber ab. Die Grünen wollten ja vor kurzem auch die Wiener Polizei entwaffnen. Was das bedeutet, das hat man ja jetzt gesehen. Wenn die Polizei keine Waffen hätte, dann hätte der Terrorist ja noch mehr Leute erschossen. Naja, die Frau ehemalige Vizebürgermeister Hebein, ich hoffe, sie kommt nicht wieder. Der Name Hebein verbindet ja Wales mit einem positiven Namen. Da gab es aber einen Polizeichef, den Oberst Valentin Hebein. Das war wirklich noch kein echter Polizeichef. Jetzige Polizeioffiziere in Wales haben wir zur Zeit der Flüchtlingswelle noch in der Messehalle gewissen Flüchtlingen das Frühstück gebracht und am Abend serviert. Also Hebein war halt noch einer, der Wales im Griff hatte. Natürlich die Polizei zu entwaffnen, ein kompletter Blödsinn. Also das kann nur einer Grünen einfallen. Und sind wir froh, dass unsere Sicherheitskräfte gut bewaffnet sind, auch gut ausgebildet und dass sie in einer bravourösen Aktion innerhalb von wenigen Minuten in Wien erledigt haben. Also ich nehme an, dass diese gute Einsatztaktik und diese gute Weise, wie dieses Problem gelöst wird, schon noch ein bisschen Schule Kickl ist. Natürlich auch darauf zurückzuführen, dass unser Kanzler Kurz, kommt mir vor wie Goethes Faust, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wir haben einen Vizekanzler, der für den Sport zuständig ist. Wir haben die schlechtesten Skifahrerergebnisse der letzten Zeit. Die Frau Minister Gewessler spricht von Elektrifizierung der Dieselfahrzeuge oder der Ausrottung der Dieselfahrzeuge, kauft aber bei MAN für die ASFINAG MAN-Fahrzeuge. Und dann haben wir noch die Frau Justizminister, die Frau Minister Am, die zum Beispiel bei einem Fernsehinterview das meiste Wort, das sie dort gebraucht hat, war Am, und die ist natürlich auch total überfordert. Das ist so ein hübsches Mädel, ist jetzt in der Schwangerschaft, ich wünsche ihr da alles Gute dazu, nur die ist keine Justizministerin. Der Herr Kurz soll zugreifen, soll diese grüne Regierung auflösen und wenn er das macht, dann hat er bei der nächsten Wahl sicher die absolute Mehrheit. Welche Konsequenzen sollte man denn aus diesem Attentat ziehen? Sollte man härtere Gesetze gegen Islamisten beschließen? Ja, selbstverständlich. Also man darf ja nicht da jetzt das sagen, was man eigentlich denkt, wie viele Leute nicht denken, wenn man dann gleich wieder Rechtsradikaler ist. Aber diese Moscheen können total überwacht, beziehungsweise wir werden ja von so vielen Gutmenschen da hin und her geschoben und jeder will besser sein als der andere und je mehr Ausländer, umso besser. Es gibt ja viele Ausländer, die sich tadellos integriert haben. So, mein Kompliment. Also in Oberösterreich, da in Wales gibt es zum Beispiel Leute, die führen Geschäfte tadellos. Also, aber dieser extreme Islamismus, der gehört. Der muss verschwinden und da ist wirklich die Regierung jetzt gefordert. Und wenn der Herr Kurz die Grünen jetzt rauswirft aus der Regierung, dann hat er sicher 60% bei der nächsten Wahl. Sie haben gemeint, in 2-3 Monaten ist Covid-19 vorbei. Denken Sie, dass dieser Lockdown der letzte sein wird? Ja, denkt man positiv, schauen Sie. Wenn man alles jetzt schon negativ sieht und
und alles in ein negatives Licht stellt, dann wird sich das nie ändern. Ich habe einen schweren Autounfall gehabt. Also ich bin nach 3 Monaten wieder aufrecht gestanden, obwohl ich schon 2 Mal abgeschrieben war, und habe das auch überstanden. Dank der Republik Österreich. Also die Gesundheitsvorrichtungen, die wir haben, sind ja hervorragend in Österreich. Da kann man nur danken. Und das war wirklich eine perfekte Aktion, wie man mich wieder ins Leben zurückgeholt hat. Ich habe deshalb nie angesucht um einen Härtefonds oder sonst irgendwas, weil mir hat die Republik in meiner Causa so viel gegeben, dass ich das auf das künftig verzichten werde. Sie wollten noch was sagen? Weil Sie gerade das Thema Corona ansprechen, wenn der Herr mit Bundeskanzler Kurz mutig wäre, würde er den Herrn Anschober, den Herrn Gesundheitsminister, sofort auslösen. Der hat ja nur Chaos produziert mit seinen Anordnungen, mit seinen Erlässen, die vom Verfassungsgericht wieder aufgehoben werden. Mutig wäre, wenn der Herr Kurz die Pamela Rendi-Wagner als Gesundheitsministerin vorläufig einsetzt, bis der Corona-Scheiß unter Anführungszeichen vorbei ist, weil die Rendi-Wagner, eine ausgebildete Medizinerin, die soll das übernehmen, vielleicht 2-3 Monate, bis der Covid-19 vorbei ist, und dann kann man noch einmal drüber reden. Aber der Herr Volksschullehrer, der soll sich bitte zum Tafelwaschen mit dem Schwanghübel abmelden. Die Präsidentenwahl in den USA, Donald Trump sagte, es wird bei den Briefwählerstimmen, dass da Fälschungen vorgekommen sind. Hat er sich das einfach nur ausgedacht oder ist da auch etwas Wahres dran? Da könnte schon was Wahres dran sein, weil auch unser momentaner Landes- oder Staatskaiser, da hat es ja auch Probleme gegeben mit den Briefwahlen, und das Thema Briefwahl ist überhaupt ein Problem. Man sollte an dem Wahltag, wo die Wahl ist, zur Wahl gehen können und die Briefwahl wirklich nur dann ausnützen oder durchführen, wenn man geschäftlich oder gesundheitlich verhindert ist und dann an dem Tag oder dort die Briefwahl die Stimme abgibt. Aber 3 Wochen vorher schon zu entscheiden und hin und her, in der Zwischenzeit kann sich alles geändert haben. Da kann der Bürgermeister der Gemeinde dort und dort gestorben sein und man wählt ihn wieder, weil man schon den Zettel abgegeben hat. Also ist ein modernes Hirngespinst, das auch momentan durchgeführt wird. Aber es wird in Amerika wahrscheinlich weitergehen, weil der Donald Trump wird wahrscheinlich das massiv anfechten. Der Herr Biden, ja, der US-Opa der Verunreinigten Staaten, wird sich dann auch noch dementsprechend wehren, und wir werden vielleicht dann einen neuen amerikanischen Präsidenten nächstes Jahr mal haben. Also es könnte sein, dass das System Norbert Hofer in Amerika auch Schule macht und vielleicht die Wahl wiederholt werden wird. Na, hoffentlich fährt dann die Vizepräsidentin des Herrn Biden nach Ibiza auf Urlaub und trifft dort den Herrn Strache.